Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Vorab nun hier eine kleine Beschreibung unserer Sprecher des heutigen Abends. Manfred Lorenz, unser Maniolo. Er spricht über das Thema Mensch sein dürfen und begleitet uns wieder humorvoll, aber auch zum Nachdenken anregend. Mit seiner unverwechselbaren musikalischen Kreativität zwischen den Sprechern durch den Abend. Thomas Bachheimer, als Europapräsident des weltweit tätigen Goldstandard-Instituts, hat sich Thomas Bachheimer voll und ganz der Aufgabe verschrieben, die Währungsbenutzer, also sowohl Endverbraucher als auch Wirtschaftstreibende, über die Vorteile von nichtpolitischen, gedeckten Währungen zu informieren und die Etablierung eines neuen Denkens im Währungsbereich voranzutreiben. Eduard Kahn. Das natürliche Lernen schafft mündige Kinder, die dann zu mündigen Bürgern werden. Wer mit dem bisherigen Schulsystem unzufrieden ist, dem kann geholfen werden. In Salzburg entsteht eine neue Schule, ohne Noten, ohne Klassen, gänzlich anders als bisher. Die erste Leis-Schule in Salzburg wird gegründet. Löwenherz, Matthias Jonathan aus dem Hause Jürgens. Er ist heute unser zusätzlicher, stützendes Musiksouveräner und spielt uns heute das Lied Die Gedankenpolizei. Auch Carmelita hat sich wieder zu uns her verirrt und sie merkte sehr schnell, dass sie wieder genau zur richtigen Zeit bei uns angekommen ist. Und daher gibt sie uns wieder sehr viel zu nachgrübeln mit nach Hause. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den Freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. So, Maniolo, wie ihr seht, macht wieder schnell den Soundcheck. Und in der Zwischenzeit werden wir uns auch noch gut vorbereiten, damit ihr wieder einen tollen Abend erleben könnt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja Schreibzeug hervorholen, denn es lohnt sich wieder sehr viele Informationen hier aufzuschreiben. Könnt euch auch noch schnell etwas zum Essen holen und dann sehen wir uns bald wieder hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend zusammen heute am Montag, den 20. im Müllnerbräu. Wir sind ein kleines bisschen
verzögert von der Zeit, weil wir einen technischen Engpass hatten, der sich soeben auflöst. Das heißt, er ist gelöst mit einem Beamer, so dass wir jetzt... Aha, jetzt drehen wir das Beutel noch um und dann passt. Ja, einen wunderschönen guten Abend zum 9. Mal in Salzburg. Die 9. Montagsinfo zum 6. Mal hier im Müllnerbräu. Die ersten 3 Mal waren wir im Freien. Und es freut uns natürlich, dass wieder viele gekommen sind, trotz des schönen Wetters, trotz der Eishockey-Meisterfeier, lauter hübsche, lederhosige Männer mit Goldmedaillen um den Hals draußen im Gastgarten und sie kommen trotzdem einer, das ist fantastisch, das freut uns sehr. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die wenigen, aber treuen Unterstützer dieser Aktion, die wir hier letztendlich, oder diese Events, die wir hier machen, ja aus einem Grunde heraus, der dazu dienen soll, die Menschen in die Aktion zu bringen. Also es geht also nicht nur zu informieren wie das Fernsehen oder das Radio, sondern wir bieten unsere Informationen deswegen feil oder an, kostenfrei, aber gerne gegen eine Spende. Hier steht eine kleine Spendenbox mit einem Herzal drauf und Danke, weil wir natürlich auch immer wieder auf kleinere Geschichten angewiesen sind. Und so hatten wir zum Beispiel die letzte Sendung ist deswegen noch nicht auf YouTube, weil unserem Mann vom TV, an Roman Michael Reuter von Crypto TV, den ich an dieser Stelle sehr herzlich danke, dass er auch wieder heute da ist, mit dem ganzen Equipment. Und wenn dann eine Festplatte kollabiert, die einen Hunderter kostet und das ist einfach gerade nicht da, dann dauert das immer ein bisschen so mit Datenrettung und umeinanderspulen. Und darum auch heute wieder vielen Dank für diejenigen, die beim Rausgehen in die Tasche fassen und ein bisschen was in unsere Spendenbox schmeißen. Wir Aktive hier machen das alles zum Nulltarif, weil es uns einfach ein Anliegen ist, Wissen, Informationen und motivierendes Gedankengut einer größeren Menge von Menschen vorzustellen. Wir sind da wieder live online im Radio bei OkiTalk. An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer von OkiTalk und Klaus Glatzel. Salzburg grüßt. Und freuen uns natürlich, dass der auch immer bereit ist, unsere Sendungen zu übertragen. Sehr herzlichen Dank an Sie, die das alles sinnvoll erscheinen lassen, weil wenn da keiner herin sitzt, dann müssen wir aufhören. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, dass wir in irgendeiner Art und Weise ins Tun kommen. Und darum einfach mal meine Frage in die Runde. Wir sind heute das erste Mal da bei der Montagsinfo. Okay, das sind viele. Das ist sehr interessant. Schön. Herzlich willkommen gleich noch einmal. Dreimal hält besser. Ja, die Montagsinfo ist eine Inspiration oder eine Idee von ein paar Leuten. Die Mutter dieses ganzen Szenarios ist die Silvia Donninger, die sitzt da drüben. Ohne die würde es die Sendung nicht geben oder diesen Abend, diese Abende. Immer begleitet von ihrem Mann Franz, der klatscht sogar für sie immer noch und die sind schon so lange verheiratet. Zusammentreiben tut uns immer die Isabella Wanner, das ist so die treibende Kraft. Also ich meine jetzt nicht mit der Geisel, sondern mit der Motivation, dass wir auch alle immer rechtzeitig zusammenkommen und koordiniert sind. Auch dir ein herzliches Dankeschön. Und ich freue mich heute wieder auf einen sehr, sehr interessanten Abend. Wir haben in der letzten Zeit festgestellt, weniger Sprecher sind mehr, weil sie einfach mehr Zeit haben und einfach das einzelne Thema gesetzter vom Adressanten an die Empfänger kommt und
unser Wunsch ist es natürlich, dass Sie sich alle so motiviert und angeregt fühlen danach, dass Sie in der Pause an den Informationstisch gehen und sagen, was gibt's hier alles, wo kann ich mich arrangieren, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mich mit einbringen. Und es wäre unser großes Anliegen, dass Sie sich dort auch mit den Informanten und den Informationsmaterialien entsprechend bedienen. Ja, wir haben heute zwei interessante Sprecher zu zwei interessanten Themen, die sich erst ein bisschen konträr anhören, aber gar nicht so konträr sind. Das ist einmal der Thomas Bachheimer, der heute über Gold, Geld, Goldstandard, Währungssysteme sprechen wird, warum Geld funktioniert, wenn es funktioniert, und warum vielleicht unser Geldsystem nicht mehr so funktioniert. Und nach der Pause ein sehr interessantes Thema zum Thema Bildung, mal ganz anders. Den Begründer der ersten Leis-Schule demnächst hier in Salzburg, den Herrn Eduard Kahn, der uns über eine Form des Lernens... War das jetzt der Applaus für den Herrn Kahn oder für den Herrn Bachheimer? Ja, schön, freut mich. Ja, und ich bin der Maniolo, ich werde Sie heute wieder durchs Programm geleiten, soweit mir das gelingt. Teils improvisiert, teils geplant, wir werden sehen. Ja, das mit den Unterstützern habe ich gesagt, das CryptoTV und OkiTalk uns überträgt, habe ich gesagt. Dann darf ich sagen, ich fange mit einem Liedchen an und gebe dann gleich mal das Wort weiter. Wenn eh lauter Neue da sind, kann ich meine alten Lieder spielen. Ja, die kann man meistens besser. Na, ich schreibe meine Songs immer ein bisschen um, immer wieder für aktuelle Anlässe. Und ich bin so ein Gutdenkbarde und stoße die Leute ein bisschen am Hirnrindel an. Ich habe festgestellt, dass wir alle große Lichter sind. Man hat nur vergessen, uns das immer wieder zu sagen. Und so haben wir dann unser Licht immer mehr unter den Scheffel gestellt, bis nur so ein Restfunzel glimmt, das man nur im Finstern sieht. Und es ist einfach Zeit, gerade jetzt in der Aufbruchszeit des Frühlings, dass wir unser dahinglimmendes Lichtlein wieder ein wenig anfachen. Und darum heißt das Lied, wir sind alle große Lichter. Und das mache ich jetzt ein bisschen von der Seite, dass es nicht so macht. Ja. Der Gas fängt an, wenn du auf die Welt kommst, dann ist mein Spaß vorbei. Du wirst lernen, wie man gescheit redet, doch sie sagen zu dir, dei, dei. Du wirst größer, kannst schon vieles, doch es ist eher noch nicht genug. Und sie blogen die und sie birgen die und sie sitzen die vor einem kleinen Zug. Du willst Bahn besteigen und fliegen, hast die ganze Welt im Kopf, doch sie jagen die und sie kriegen die und sie sitzen die auf einem kleinen Topf. Und das A-A heißt jetzt Peppe und das Auto ist Brumm Brumm. Das Leben kann so schön sein, doch sie halten dich für dumm. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso weniger brauchen wir's Geld. Wir öffnen unser Herz und wir finden uns im Scherz. Und schon ist vorbei mit all dem ganzen Kommerz. Ja, die Schulzeit macht der Leitzeit und die Hause gibt keine Freizeit. Bist von Natur aus ja schon eh gescheit, aber keiner merkt's vor lauter Gescheitheit. Du willst besser werden in Zukunft, doch die Zukunft ist weit weg. Suchst in vielen deine Zuflucht, hast keine Lust auf all den Dreck. Kaum was du ausgelernt, musst was lernen. Am Beruf kriegst jetzt verpasst. Aber wenn's weh tut und keinen Sinn macht, Hauptsache ist, dass deine Basti in das Gespür der anderen Leid. Und es macht dir gar keine Freude. Aber Hauptsache, du wirst ja noch nicht gescheit, weil wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Leben unser Leben aus der Mitte, wenn man uns auch für seichts erzählt. Glauben kann Kass mir aus der Kiste zum Bild und Krone, adieu. Und schon wird's Leben wieder schön. Und wenn wir Mut haben und auch kein Pulver, dann schaffen wir das miteinander. Vor jedem Lichtl, da kommt ein Hulf her. So geht das Leben im Freiheitsgang. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso weniger braucht man's Geld. Wir öffnen unser Herz und verbinden uns im Schicksal.
Jones vorbei mit dem depperten Kommerz. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Bleib unser Leben aus der Mitte, wenn wir uns auch viel Seite erzählt. Glauben kann keins mehr aus der Kiste. Song, Bildung, Krone, Adieu. Und schon, und schon, und schon ist das Leben wunderschön. Dankeschön. Ja, damit uns die Lichter nicht ausgehen, wir haben immer Angst, wenn uns irgendwas weggenommen wird, dass gleich die Lichter ausgehen und dass kein Strom mehr aus der Wand kommt und so weiter. Und die Gesellschaft bewegt sich ja in einen, sagen wir mal, geltungstechnisch ein anderes Geldsystem. Und wie das mit dem Geld so ausschauen könnte oder möglicherweise ausschauen wird, weil es wird uns mit Sicherheit nichts Schlimmes passieren, das geht nicht mehr. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen Perspektiven, damit unser Bewusstsein aus der Angst rauskommt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute den Herrn Thomas Bachsteiner da haben. Einen Bachheimer Steiner. Sind nur Namen. Der Joe sagt immer, Sie können Joe zu mir sagen, dürfen aber Heidi mich nennen. Okay. Thomas Bachheimer, ich bitte dich ans Mikrofon. Ich nehme mir dann deinen Stick und begleite dich auf der Klaviatur. Thomas Bachheimer. Ja, schönen guten Abend. Während der Maniolo meine Dateien hochlädt, möchte ich mich einmal sehr herzlich für die Einladung bedanken bei der Silvia und bei der Isabella, die da offensichtlich sehr rührig sind, dass wir hier das Goldstandard-Institut Europa, dass wir hier unsere Geldideen zum Besten geben können. Ich möchte nur kurz was über den Ablauf sagen. Ich habe eine Stunde Sprechzeit. Wir werden sämtliche Zuhörer heute abholen. Das heißt, wir werden ein paar Basics über das Geldsystem des 20. Jahrhunderts hören. Und dann natürlich hoffen wir, dass wir auch, oder dass ich auch über die Zukunft was sagen kann. Das Eigenartige bei Geldsystemen ist jenes, dass die Zukunft eigentlich immer in der Vergangenheit zu finden ist. Und das werden wir jetzt einmal am Beginn auch gleich feststellen können. Salzburg 2015. Jetzt Bildschirmpräsentation. Darum Bildschirmpräsentation in der Mitte. Ja, und jetzt voran von Beginn an. Ja. Ich fange an mit einem Zitat, meine Damen und Herren, eines sehr berühmten Österreichers, nämlich Josef Schumpeter, der hat gesagt, die Währung einer Gesellschaft spiegelt ihre Seele wider. Und da sind wir schon mitten im Thema. Wir haben eine relativ schlampig geführte Währung und wir haben, glaube ich, auch eine relativ ungünstige Gesellschaft im Moment. Das korreliert wirklich. Ein nicht ganz so bekannter Österreicher hat gesagt, diese Seele gehört auf die Couch. Ich wollte meinen Namen nicht unter Schumpeters Namen stellen, deshalb habe ich da hingeschrieben E, weil das habe ich gesagt. Und wir legen alle gemeinsam diese Währung heute hoffentlich auf die Couch. Nächste Folie haben wir einen Umschalter A, oder? Ja, ich möchte Ihnen sagen, Geld ist was Natürliches und hat mit gesetzten Rechts nichts zu tun. Und ich bin ganz natürlich zu dem kommen, was ich heute mache. Es ist überhaupt nicht wichtig für Sie, wie mein Lebenslauf ist. Ich möchte Ihnen aber nur erklären, wie die Natur Platz greift bei Menschen, die noch auf die Natur hören.
Ich war leidenschaftlicher Biertrinker, habe Gösserbier getrunken, war 16 Jahre alt, habe einen Großvater gehabt, den hat das natürlich sehr gestört, dass ich dann mit Gösserleibel herumrenne, das war ein gescheiter Bursch. Der hat mir eine Gösser-Aktie geschenkt, damit der Todl was lernt beim Saufen. Habe ich dann auch, also ich war der Einzige in der Handelsakademie mit Zuschlag in den 80er Jahren, inklusive Lehrer und Schüler, der Aktien hatte, nämlich von Gösser, und wir sind alle gemeinsam in die Reika gegangen, haben den Coupon abschneiden lassen, ich habe meine 30 Schilling Dividende geholt, musste daher jedes Referat über Börsen und Aktien in der Schule, in der Handelsakademie mit Zuschlag halten. Dadurch war ich gleich mit 18 schon mal ein gewisser Experte. Wohlgemerkt, weil ich getrunken habe. Man sieht es leider heute noch. Ja? Da drüben auch anstehen. Ja? Ich habe dann natürlich Aktienhändler-Ausbildungen genossen. Mein Vater konnte es sich zum Glück leisten. Ich war in London, habe mehrere Traderprüfungen gemacht und war dann in einem Handelsraum. Und man sieht es mir heute noch an meiner Kleidung an. Ich war leidenschaftlicher Wertpapierhändler. Was mir jetzt ein bisschen peinlich ist, weil ich bin wirklich von diesem Geldsystem wieder... Der ehemalige Raucher bin ich jetzt nicht Raucher. Also, aber es hat mir toll gefallen. Wir Händler hatten in diesem Bankendistrikt eigene Bars. Es waren immer die schönsten Mädels dort. Das war also ganz ein natürlicher, bläder Job, wo man ein bisschen Geld verdient hat, wenn man schlau genug war. Eine Woche vor Weihnachten 2001, also eine Woche vor der Euro-Einführung, war meine Großmutter bei uns zu Gast, wie jedes Jahr. Und die saß vor einem Christbaum und die war ein 14er Jahrgang. Und die hat gesagt, anlässlich der Euro-Einführung, das ist jetzt meine vierte Währungsreform und bei jeder habe ich alles verloren. Und mein Vater natürlich, der dem System als Steuerberater sehr wohl gesonnen war, gesagt, sowas kannst du nicht sagen. Und ich habe sowieso nicht gewusst, um was geht, weil ich war ja der super coole Händler in Dublin. Aber das hat mich nicht schlafen lassen. Und ich habe noch in den Weihnachtsferien mich beschäftigt, warum jedes Währungssystem verloren geht. Und da sind wir schon bei einem Punkt. Ich bin Goldstandard-Institutspräsident in Europa. Wir hatten bisher mehrere hundert Versuche weltweit von Papiergeldwährungssystemen. Und jedes einzelne ist noch gescheitert. Und jedes einzelne ist noch von einem Goldstandard abgelöst worden. Das heißt, wenn die Menschen ganz verzweifelt sind, suchen Sie die Freiheit. Und ich versuche Ihnen heute zu erklären, dass Goldstandard nichts mit reichen Menschen zu tun hat, aber er befreit die Menschen. Ich habe mich dann natürlich auch beschäftigt damit wissenschaftlich und 3 Monate nach der Aussage meiner damals 87 Jahre alten Großmutter habe ich meinen sehr lukrativen Job gekündigt und habe mich nur mehr gekümmert darum, was Geldmengen so anstellen können, Geldmengen, die in einer freien Wirtschaftswelt produziert werden. Und dadurch konnte ich Ölpreise prognostizieren, das hat wieder amerikanische Börsensender gesehen. Und dann war ich auf einmal wieder im System drinnen als Gast bei der OPEC und war Analyst und habe Ölpreise prognostiziert. Das ist relativ gut gegangen und ich habe dann mehrere TV-Auftritte gehabt, also 85 weltweit. Ich sage das nur, das ist nicht wichtig für Sie, aber wie die Natur mich dorthin bringt, dass ich heute in Salzburg stehe, bei einer schönen Veranstaltung mit alternativ denkenden Menschen und ich bin der Einzige, der einen Anzug anhat. Das ist ein bisschen peinlich. Ja. Also TV-Auftritte, mehrere Essays geschrieben, wurde dann im Goldstandard-Institut aufgenommen, aber noch nicht als Präsident. Und dann hat sich ein Milliardär meiner bemächtigt, ich habe damals in Zürich gelebt, der ist Frank Stronach und der wollte von mir ein Euro-Programm haben, beziehungsweise ein Währungsausstiegsprogramm. Das habe ich ihm auch gern gemacht. Ich war für ihn der Euro-Gruppenleiter und durfte dann mit einem Professor Hankel zusammenarbeiten. Wer kennt den Namen? Sehr viele, sehr viele. Das ist der wichtigste Währungsprophet des vorigen Jahrhunderts und auch dieses Jahrhunderts und der hat mich intellektuell hoffentlich weitergebracht. Seit 3 Jahren bin ich auch auf der wichtigsten alternativen Geldplattform, hartgeld.com. Kennt das wer hier? Sind Leser hier? Sehr schön, freut mich. Ja, hartgeld.com, seit dem ersten Tag, wo ich Hartgeld bin, habe ich keinen einzigen Fernsehauftritt mehr gekriegt. Ja? Weltweit. Das muss man sich vorstellen. Ja? Also das ist schon recht spannend, was da so passiert und wie die alle vernetzt sind. Wir gehen bitte zur nächsten Folie.
Wir wollen einmal nur mit den Basics beginnen. Die eigentlichen Funktionen von Geld, Tauschmittelfunktion, Wertaufbewahrungsfunktion. Das heißt, wenn ich heute produktiv bin, möchte ich für meine nicht produktiven Zeiten in 30 Jahren Geld sparen. Wenn dieses Geld inzwischen an Wert verliert, bin ich der Betrogene. Das nennt man auch Inflation. Das ist, meine Damen und Herren, kein Erdbeben, sondern das machen die Staaten ganz bewusst, dass sie ihre Bürger enteignen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Inflation da ist, hat es irgendwer für sie geplant, um ihnen Kaufkraft wegzunehmen. Und natürlich hat Geld auch eine Messfunktion. Geld wird von wirtschaftlichen Akteuren, und das haben wir jetzt im ersten Kernsatz, von den wirtschaftlichen Akteuren aus mehreren Möglichkeiten gewählt, was das Passendste ist. In Wien des nach dem Zweiten Weltkrieg war Zigarette eine gute Währung. Versuchen Sie heute einmal mit einer Schachtel Marlboro 4 Winterreifen zu kaufen, Sie werden keinen finden, der Ihnen das gibt. Damals hat es das gegeben. Geld ist was Flexibles und muss immer flexibel bleiben. Geld ist keine Funktion des Staates, meine Damen und Herren. Das wird uns nur dauernd über die Massenmedien eingeredet. Geld ist eine Funktion des Marktes und der Akzeptanz der Bürger. Ist ein Vertrauensding. Bitte nächste Seite. Die heutigen Funktionen von Geld werden Sie alle schon erkannt haben. Eine Polizfunktion, Staatsfinanzierungsfunktion, der Staatsbürger wird zum Staatbürgen. Das Versprechen von Politikern, die aufgrund des freien Geldsystems Dinge versprechen, um die Wahlen zu gewinnen, löst aber immer der Bürger durch Betrug ein. Das heißt, alles, was die Politiker heutzutage machen, was über das normale Budget hinausgeht, ist reinster Betrug, anders wäre es nicht zu finanzieren. Wir haben eine Bankenrettungsfunktion, Geldsystem wird von Politikern wie beim Euro am Reißbrett entworfen. Ja, das hat überhaupt nichts mehr zu tun, mit wo sich die Menschen einigen, in irgendwelchen Dörfern, eine Kaurimuschel, Zigaretten, was auch immer, wie man die Waren tauscht, sondern das wird jetzt am Reißbrett entworfen. Und damals hat meine Großmutter, die ich schon erwähnt habe, immer gesagt, denk, wenn du mit wem redest, cui bono, wem nutzt's? Und jetzt frage ich Sie, wem nutzt es, wenn in Brüssel ein paar Bürokraten einen Euro erfinden vor 15 Jahren? Ihnen sicher nicht. Und wir sehen jetzt, wir stehen vor den Trümmern und ich kann Ihnen garantieren, ich habe das schon vor 12 Jahren gesagt, hat mir keiner geglaubt. Bei meinem ersten Vortrag wurde ich auch hinausgeschmissen, aber nicht, weil ich wiff bin, sondern weil ich mich einfach ein bisschen mehr eingesetzt habe in das Thema. Wir gehen zur nächsten Formel. Ein Ratespiel, meine Damen und Herren. Das Budget sollte ausgeglichen sein, die öffentlichen Kassen wieder gefüllt werden, die öffentlichen Schulden reduziert. Die Hilfe für andere Länder sollte massiv beschnitten werden, sodass wir nicht bankrott gehen. Die Menschen müssen wieder lernen zu arbeiten, anstatt von staatlicher Hilfe zu leben. Die, die das kennen, sollten bitte schweigen. Die, die es nicht kennen, ratet einmal, wer das gesagt hat. Also in Salzburg ratet man nicht gerne, also dann werden wir die Zeit abkürzen. Nächste Folie. Es war ein gewisser Cicero, 55 vor Christus. Wenn man jetzt den Cicero mit meiner super gescheiten Oma, die eigentlich gar keine nominelle Bildung hatte, verbinden, ja, dann wissen wir, um was es geht. Die Politik und die Staatsführungen haben in jedem System, ob Militärdiktatur, ob normale Diktatur, ob Republik, ob konstitutionelle Monarchie oder Monarchie, immer das Geldsystem dazu verwendet, die Bürger zu entrechten und zu enteignen. Jetzt müssen wir leider fünfmal durchplatteln, weil da habe ich die Bilder dafür. So. Wir werden abschließend jetzt zum Diskurs des freien Geldes über das 20. Jahrhundert sprechen. Wir müssen nur noch einmal ganz kurz zuvor gehen. Das erfolgreichste und längst währendste Währungsregime wurde aufgebaut, na passt schon, wir bleiben auf das, auf dem, na, so, ja, von einem Herrn Newton. Und viele wissen das vielleicht nicht, das war nämlich der Sir Isaac Newton, seinerzeit einer der gescheitersten Menschen auf diesem Globus. Der hat für die britische Krone ein Goldstandardsystem entwickelt, das sich über 175 Jahre gehalten hat und wo nach 175 Jahren 75% des Welthandels unter einem Währungsregime à la Newton abgeführt wurde, weil es das Fairste für alle Beteiligten war. Ein Geldsystem muss immer fair sein. Dann vertrauen ihm die Leute und Vertrauen ist die Basis. Weil wir immer wieder Menschen haben, die das abbiegen, brauchen wir Gold als Ersatz für Vertrauen. Das ist der zweite wichtige Satz am heutigen Tag. Die Probleme für Banker waren,
die Regierungen konnten bei der Goldstandard entscheiden, wie viel Geld gedruckt wurde, und die Banken verdienten dabei nichts. Und dann hat es sich begeben zwischen 1875 und 1913, dass es mehrere Versuche gegeben hat in den Vereinigten Staaten, aus einem Goldstandard auszubrechen und ein zentralbankengeführtes Geld zu machen. Nächste Seite bitte. Entschuldigung, ich habe das echt nicht gewusst. Am 23.12.1913, das ist eins von drei Horrordaten für uns alle, wurde die erste bahnbrechende Federal Reserve gegründet, nachdem vorher schon einige Versuche gestartet sind, versagt haben. 23.12.13 deshalb, weil da konnte man einige Senatoren, mit wenigen Senatoren die Mehrheit haben, weil die anderen, die im Westen waren, sind schon mit dem Zug heimgereist. Das heißt, das ist der First Name Club, der sich dazu aufgeschwungen hat, das waren lauter Banker, die haben das kreiert, bezeichnenderweise auf einer Insel vor Georgia, die heißt Jekyll Island, und am 23.12. wurde es abgestimmt. Und wie jedes Gesetz musste auch dieses Gesetz vom US-Präsidenten unterzeichnet werden. Das war damals der Woodrow Wilson. Und Woodrow Wilson ist nach einigen Wochen draufgekommen, was er da getan hat. Und das hat bis heute Wirkung und Kraft. Und Woodrow Wilson, das ist ein Originalzitat von ihm: Ich bin ein höchst unglücklicher Mann, unwissentlich habe ich mein Land ruiniert, eine große Industrienation wird kontrolliert vom Kreditsystem. Dieses System ist hochkonzentriert und jetzt kommt das Wachstum der Nation und alle unsere Aktivitäten befinden sich in den Händen einiger weniger Menschen. Und genau so ist es. Sie wissen das auch. Ich muss es nur herleiten, damit wir alle gemeinsam in die nächsten paar Folien hineinschreiten können. Nächste bitte. Sehr interessant, wenn man währungsgeschichtlich sich beschäftigt, ist die nächste Folie, weil wir sehen, dass bis auf zwei Währungen weltweit alle wichtigen Währungen im 14er Jahr umgestellt haben. Im 13er Jahr ging es nicht mehr, weil das war zu Weihnachten, Amerika. Und alle anderen, bis auf Schweiz und Schweden, haben ihr Währungssystem auf Zentralbankensystem umgeschaltet, beziehungsweise das alte Währungssystem abgeschafft. Und ich habe mit sehr vielen Historikern gesprochen, auch mit Hankel. Diese Abschaffung ist der Grund für die unendliche Dauer des Ersten Weltkrieges, weil in einem natürlichen Geldsystem hätte niemand die pekuniären Mittel dafür gehabt, einen Krieg so lange zu führen. Das werden alle Geldhistoriker sagen, der Weltkrieg, der erste, wäre noch 3-4 Monate vorbei gewesen. Und selbst in meiner Familie sind auch Geschädigte, ich kann mich erinnern, wie ganz klar war, die Tante Gusti, einige hier im Publikum kennen sie, haben gesagt, Gold gab ich für Eisen, da haben wohlhabendere Familien, haben ihr Gold gegeben, Staatsanleihe, das war dadurch möglich, und haben Eisen und tote Söhne zurückbekommen. Also man sieht einmal, was dieses Geldsystem, dieses freie Geldsystem in den ersten 4 Jahren seiner Existenz bereits angestellt hat. Ja, seit 1913 haben wir das. Wer sind die Gewinner von einem Zentralbanken gemanagten Geld? Das sind zweifelsohne die Zentralbanken, die Banken, die Politik, die Konzerne, die sich die Politiker kaufen, die wiederum von den Bankern auf die Banker Einfluss nehmen und umgekehrt. Und es gibt einen Machtwechsel auch mit Fortnahme an der Dauer eines Papiergeldsystems, wo immer mehr die Banker mehr zu sagen haben als die Politik, weil die können sie die einfach irgendwann einmal nach 10 Jahren kaufen. Die Verlierer sind der Steuerzahler, der Sparer, das gesamte Volk, aber auch ideologische Werte wie Freiheit, Demokratie und die Bürgergesellschaft. Das Problem, um unfinanzierte Versprechen zu lösen, wird Geld gedruckt. Gelddrucken heißt immer Inflation, es kommt zur Enteignung der Bürger, es kommt immer zu Deflation, danach Inflation, danach Crash. Monetärer anstatt budgetärer Staatsfinanzierung, wir werden das heute noch 2-3 Mal hören. Die budgetäre Staatsfinanzierung sagt, dass die Menschen, die Politiker, die den Staat nur führen können mit den Einnahmen, die sie aus der Steuerlast generieren. Mit monetärer Staatsfinanzierung kann ich über geldpolitische Tricks unfinanzierbare Wahlversprechen finanzieren. Und die monetäre Staatsfinanzierung wird, je älter ein Papiergeldsystem ist, immer größer und die budgetäre immer kleiner. Das heißt, der Zusammenhang zwischen der persönlichen Steuerlast, was ich da zahle, und den Staatsausgaben wird nicht mehr sichtbar. Ich kann das nicht so erkennen, weil die tricksen hinten herum und betrügen mit dem Sparbuch und mit den ganzen Crashs und mit Inflation und so weiter.
Das ist eines der Wesen von Papiergeldsystemen. Wir können gar nicht mehr, wir sind komplett wuslert im Hirn. Wir kennen uns nicht mehr aus und wir können gar nicht entscheiden mehr, ob ein Politiker jetzt wirklich seriös haushaltet oder nicht. Und das ist natürlich zum Wohle der Politiker. Und Sie können sich auch vorstellen, was das soziologisch für Relevanz hat, welche Menschen dann gewählt werden. Nämlich nicht jene Menschen, die haushalten können, sondern jene Menschen, die die Pappen aufreißen. Und genau diesen Pöbel haben wir jetzt seit 20 Jahren da an den diversen Regierungen Europas und auch in Amerika. Ja, aber natürlich gibt es extreme Verwerfungen durch das Papiergeldsystem. Man bezahlt nämlich Schulden mit gedrucktem Papier. Man hat schon in den 20er Jahren natürlich enorme Inflationen erreicht. Dann ist ein Börsencrash gekommen, weil sich das zu viel Geld entlastet hat in die Börsen hinein 1929, der natürlich durch Gesetzesänderungen entstanden ist. Kein Börsencrash passiert natürlich, meine Damen und Herren. Das ist immer gesteuert und man weiß immer, wer der Verlierer ist. Beim Börsencrash 1929 haben 16.000 Banken alles verloren, weil zwei Tage vorher ein Gesetz verabschiedet wurde, wie man Börsenpositionen führen muss. Und es sind ein paar wenige überblieben, wie Goldman Sachs, JP Morgan und andere Konsorten, die uns heute noch ziemlich auf die Eier gehen. Diese Verwerfungen haben natürlich zu gewaltigen Problemen geführt. Manche sagen sogar, der Zweite Weltkrieg wäre aufgrund dieser finanzpolitischen Verwerfungen auch entstanden. Soweit traue ich mir nicht gehen, weil ich keinen festen Beweis dafür habe, aber auf jeden Fall hat man noch vor Beendigung desselben sich in Bretton Woods getroffen, die zukünftigen Siegermächte, auch mit den zukünftigen Verlierermächte, und man hat schon gesagt, also wenn wir da fertig Kraft haben, müssen wir jetzt was Neues aufbauen, weil das Papiergeldsystem funktioniert nicht. Das heißt, 1944 haben wir wieder einen Schritt zurück Richtung Goldstandard gemacht und man hat leider Gottes aus dem Geldsystem eine Spielbank gemacht und der Croupier war bei einem anständigen Land wie Deutschland damals, also, nein, das ist jetzt blöd, 1944, aber geldpolitisch anständigen Land wie Deutschland wäre nicht das passiert, was mit Amerika passiert ist, weil man hat Amerika als den Chipgeber, wie im Casino. Die Menschen sind mit ihrem Gold nach Amerika gegangen und die haben dafür Dollar bekommen, für eine Unze 35 Dollar. Und die Amerikaner, und das ist der Grund, Sie werden das öfters in den Zeitungen lesen, warum Deutschland und Österreich die Probleme hat, das Gold wieder zurückzubekommen, weil es der Grund, dass es drüben ist. Und die Amerikaner, wir werden das nie wieder sehen, das Gold, das ist auch klar. Aber das ist Bretton Woods. Aber man hat es genannt Stabilisierung des Währungssystems. Und es hätte auch funktionieren können bei einer anständigen Nation, aber bei dieser Nation natürlich nicht. Der Zahlmeister hatte nämlich mehrere Programme. Eines davon war Apollo, ich war 3 Jahre bei der Mondlandung, bei der zweiten Mondlandung war ich 4, da kann ich mich, glaube ich, schon erinnern daran, und ich habe mein Leben lang nur Raketen zeichnet, bis ich Geldpolitik kennengelernt habe, jetzt zeichne ich in Armstrong nimmer und keine Raketen mehr, weil neben dem Vietnamkrieg und dem Koreakrieg hat man auch Apollo finanzieren müssen. Was hat man gemacht? Man hat wesentlich mehr Dollar gedruckt, als Gold in den Kassen Amerikas war. Und ich habe bei einem Treffen der Warenpräsidenten, das heißt Kaffeepräsident, Goldpräsident, Kupferpräsident in Genf, hat mir der Kaffeepräsident, der war damals 95, gesagt, im arabischen Raum hat man 1968 das bereits gespürt und man hat Gold schon für 40 Dollar getauscht, statt für 35, weil man wusste, es ist viel Geld unterwegs. Nächste Folie bitte. Das hat noch jemand gewusst, nämlich der John F. Kennedy. Den hatte man 1962, ja, hat man den mitgeteilt, du Kennedy, wir betrügen eigentlich die ganze Welt, du solltest das auch wissen, weil du spürst so einen Ehrlichen. Dann hat der gesagt, die Damen, verzeihen mir das jetzt, Originalzitat, if they find out, we are fucked, völlig klar. Und er hat gesagt, das ändern wir jetzt. Und 1963, genau gesagt am 5. Juni, erlässt er die Executive Order 11.910, wo er vom Finanzministerium befindliches Silber zur Deckung von neuem Geld verwendet hat. Das Geld hat ein Marshall gehabt. Das Problem war, Zentralbank und andere Banken haben mit diesem Geld nichts verdient. Und ich will jetzt nicht sagen, wer den ermordet hat, weil ich es selber nicht weiß, aber man kann sagen, dass die Bankenwelt ein großes Glück hatte, dass der ermordet wurde.
Und ohne reißerisch werden zu wollen, alle kennen das graue Kostüm von der Jackie O, wie sie mit dem Flugzeug, das noch blutig war, nach Washington fliegen, unten im Laderaum der Sorg von John F. Kennedy. Und es sind zwei Amtshandlungen passiert, weil zufällig ein Friedensrichter an Bord war, eine Frau. Der Lyndon B. Johnson wurde als Präsident angelobt, noch in der Luft. Und die Executive Order 11.110 wurde noch in der Luft zurückgenommen. Da kann man sich einmal vorstellen, wie dringend das war für die. Das ist zum Nachdenken, könnte man eigentlich auch klatschen. Es war eine Wirtschaftsbelebung auf Kosten der Bürger. Die Banken haben dabei bei der Staatsverschuldung nichts verdient. Weil das hätten wir dann wieder einziehen können, das Geld. Der John F. Kennedy hat eine wesentlich positivere Rolle gespielt im Geldwesen, als er insgesamt eh schon gehabt hat. Aber dieser gute Ruf beruht irgendwo, nur wird das von den Medien, die natürlich allesamt von den Banken gekauft sind, nicht weitergetragen. Dann hatten wir noch einen relativ spitzigen Politiker in Europa, der war der Charles de Gaulle. Weil der hat in den französischen Zeitungen über die gesamten 60er Jahre gesagt, die Amerikaner betrügen uns mit dem Geldsystem. Was dazu geführt hat, dass er 1969 seine Leute nach New York geschickt hat mit einem Kriegsschiff. Das ist dort angelandet und er hat gesagt, so Amerikaner, jetzt möchte ich mein Geld haben. Mein Gold haben. Und die Amerikaner haben es ihm ausgehändigt. Und er ist wieder nach Hause gefahren und er ist der letzte Staatschef der westlichen Welt, der im großen Stil Gold zurückgeführt hat in sein Land. Es gibt noch ein Land seit Weihnachten, das auch Gold zurückgeführt hat. Sie lachen, so Sie wissen es, Holland. Holland hatte eine Untersuchungskommission, weil in Amsterdam der MH17 gestartet ist und hat die Untersuchungskommission abgeschlossen und nichts bekannt gegeben. Offiziell, es sind irrsinnig viele Holländer gestorben. War gut für die Amerikaner. Komischerweise haben sie eine Woche später 122 Tonnen des Goldes zurückbekommen. Das war am letzte Dezemberwoche 2014. Seit de Gaulle hat niemand mehr sein Gold bekommen. Schauen Sie sich im MH70, MH317, schauen Sie sich diese Dinge an. Das sind keine Verschwörungstheorien. Schauen Sie sich an, wann Holland den Untersuchungsbericht abgeschlossen hat und ihn nicht veröffentlicht hat. Schauen Sie, wie viele Holländer gestorben sind und schauen Sie, wann Holland das Zentralbankengold gekriegt hat. Das ist sehr interessant. Weiter bitte. Auf jeden Fall war der Charles de Gaulle dann in New York, hat das Gold rausgeholt. Ja, bin ich schon zu weit. Nein, passt. Neben dem John F. Kennedy sind vier andere Präsidenten und es sind nur vier, die im Amt gestorben sind. Und alle vier, Sie können es hier lesen, wollten den Goldstandard stärken, Kreditausgabe der Banken einschränken oder einen Goldstandard einführen. Das ist leider, das klingt auch reißerisch, oft denke ich mir, ich sage es nicht, aber es ist ein historisches Faktum, Sie können das alles vergoogeln. Das ist wirklich spannend, wenn das die Leute mehr wissen, deshalb dingle ich damit herum und erzähle das auch, das ist historische Tatsachen jetzt bitte. Auf jeden Fall hat der de Gaulle natürlich einiges angerichtet und der Richard Nixon hat sich gedacht, naja, das wird jetzt gefährlich für mich. Und das ist das dritte und letzte historische Datum. Das ist unser 9-11 persönlich. Das ist der 15. August 1971. Da hat der Richard Nixon das sogenannte Goldfenster, was in Bretton Woods errichtet wurde, wieder aufgelöst. Er hat die Einlösepflicht des Dollars in Gold aufgelöst. Das ist eine einseitige Vertragsauflösung und keiner hat was gemacht dagegen. Einseitig. Er hat die Haftung des Staates für den Dollar aufgehoben. Die Dollarnoten wurden dadurch eine freie und private Währung, meine Damen und Herren, weil die Federal Reserve aus 4 und nachher 6 privaten Banken entstanden ist. Das heißt, da gibt es 4 Familien, die drucken Geld, stellen es dem amerikanischen Staat zur Verfügung und kassieren dafür Zinsen. Haben aber keine Kosten. Und wenn der amerikanische Staat in den Krieg geht, kassieren die mächtig ab, weil der Staat Staatsanleihen braucht und Kredite aufnimmt, bei einer privaten Bank. Ich weiß, dass viele das von Ihnen wissen, aber man kann es nicht oft genug sagen, das muss im Bewusstsein der Menschen drinnen sein. Der 15. August 1971 ist wirklich der Gott sei bei uns Tag. Dollar und anderes Geld ist nicht werkhältig, sondern nur mehr durch ein Legal Tender Gesetz
legalisiertes Geld. Das heißt, wir werden gezwungen von den Zentralbanken dieser Welt, die Dollar und die Euro und das ganze Klumpert zu verwenden, was naturrechtlich überhaupt kein Geld ist, weil es ein rechtspositivistischer Akt ist, weil Menschen, die das Recht machen, sagen, das ist jetzt Geld. Man sagt auch, es werde Geld, da bedient man sich der Bibel, es werde Lux, Fiat Lux, es werde Licht und Fiat Money System. Das ist das, was ich jetzt im Groben beschrieben habe. Nächste Folie bitte. Meine Damen und Herren, Sie sehen da, wie die Dollarnoten ausgeschaut haben bis 1971. Es war überall, Sie sehen es am oberen Schein, ganz unten in Goldcoin oder Bearable in Gold, Bearable in Silver. Man hat überall raufgeschrieben, Geld war bis 15. August 1971 ein Lagerschein. Es ist was dahinter gestanden. Merken wir uns das bitte? Da war es dahinter. Seit 1971 ist es ein Schuldschein, weil eine Bank gibt eine Staatsanleihe aus und dadurch entsteht im Wesentlichen Geld. Und die anderen Banken können das als Mindestreserve verwenden und haben einen Hebeleffekt dadurch. Also vom Lagerschein zum Schuldschein. Nächste Folie bitte. Und man sieht, da waren es wieder verblüffend ehrlich, die Amerikaner. Sie haben am Goldschein, unten sehen Sie das, aus dem Wort Gold einen Buchstaben gestrichen. Halbe Stunde schon? Sie haben einen Buchstaben gestrichen, Sie haben das L rausgenommen und haben eingeschrieben, in God we trust. That's it. Das heißt, wir vertrauen uns auf Gott. Und was man noch gemacht hat, ist, oben hat man geschrieben, beim oberen, beim Vorderseite des Dollars, Federal Reserve Note und unten United States of America. Aber das United States of America heißt nichts anderes, wie wenn ich mir Abzugbüttel wie in die 70er auf meinen VW-Käfer hängen und United States of America. Ja? Das ist nur Zierde. Es ist eine Federal Reserve Note. Das sollte man unbedingt wissen. Seitdem es ein Schuldgeld ist, können Sie sich jetzt vorstellen, wie die öffentlichen Schulden, sehen Sie, wo 1971 ist, schauen Sie, wo die öffentlichen Schulden heute sind, kann niemand bezahlt werden, wird nie mehr repariert werden, es wird zu einem Crash kommen, der wird so gewaltig sein, dass die 30er Jahre der Gänger Montessori schön waren. Das kann ich Ihnen garantieren, weil das kann man mathematisch nachrechnen. Schützen Sie sich davor, bilden Sie sich Ihren eigenen Goldstandard, kaufen Sie sich gut, wo immer Sie wollen. Ich verkaufe eh keins, ich habe nichts davon, wenn ich Ihnen das sage, aber ich schwöre Ihnen, in den nächsten Jahren werden sich Dinge am Geldwesen abspielen, die noch nie ein Mensch gesehen hat oder davon gelesen hat. Weiter bitte. Ja, das müssen wir jetzt auslassen angesichts der Zeit. Also wir wissen eh, Geldmengenwachstum ist Inflation. Je mehr Geld da ist bei gleicher Gütermenge, desto teurer wird der Preis. Nur dein Gehalt steigt immer hinten nach ein Jahr später. Damit enteignet man uns. Und so ist die Kaufkraft des Dollars gefallen. Weiter bitte. Und ein großer Ökonom, der komischerweise dann nicht ermordet wurde, hat das in den 70er Jahren schon gesagt, Inflation ist die einzige Form der Besteuerung, die der Bürger nicht merkt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen... So, da sind wir. Das freie Geld und seine Folgen. Ich habe schon angesprochen, ich muss noch einmal ansprechen. Wir haben monetäre statt budgetärer Staatsfinanzierung. Das heißt, die finanzieren sich mit Schmähs, Tricks und Verschuldung. Niemand auf der Welt würde bei goldenen gedeckten Staatsanleihen dem Staat ein Geld bohren. Niemand. Aber die bohren sich heute noch Geld aus wie die Bösen. Sogar Griechenland kriegt noch ein Geld. Ja? Demnächst, das ist ihr Geld, meine Damen und Herren. Ihr Geld, weil die Kapital- und Finanzmärkte miteinander so verwoben sind. Politiker machen unfinanzierte Wahlversprechen, enteignen durch Inflation. Es wird zu viel versprochen, um Stimmen zu kaufen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wo einige sich auch an der Nase nehmen müssen, ist die kollektive Korruption, vor allem Österreich. Weil die wählen immer wieder den Häupl, die wählen immer wieder, um nicht parteipolitisch zu sein, dem Schwarzen in Niederösterreich. Der hat bei der Landtagswahl 2013, zwei Wochen vor der Wahl, einen 1,5 Milliarden Wohnbauskandal hingelegt und hat 50% der Stimmen gekriegt. Ja, nicht, weil sie den so klasse finden, sondern weil der österreichische Staat aus uns Bürgern korrupte Bürger gemacht haben. Und wenn die Bürger schimpfen, dass die Politiker korrupt sind, Politiker werden von den Bürgern gewählt und korrupte Bürger wollen korrupte Politiker. Ich nehme jetzt einige aus. Aber wir müssen uns alle ein wenig an der Nase nehmen, die sagen, ja, ich möchte von meinen Versprechen nicht abgehen, ich bin ein Lehrer am Semmering oben und ich muss in Brüll wählen oder der Neugebauer hat recht. Das ist alles unfinanzierbar, was die machen, aber weil wir selber auch zum Handkuss kommen, oder einige von uns, ich nicht,
Ich habe mich da wirklich entfernt von der ganzen Sache. Deshalb haben wir dieses Problem. Also wir selber sind auch als Gesellschaft schuld daran. Der Stimmenkauf bringt Tschechien die Schulden. Früher, wie die noch anständiger waren, muss man sagen, was haben die gemacht in den 60er und 70er Jahren? Österreich hat sich an der harten D-Mark orientiert und wir haben wirklich eine wunderschöne Infrastruktur gebaut. Österreich ist infrastrukturell gut gelaufen, bis in die 90er Jahre, bis wir zur EU gekommen sind, haben wir das Geld eingesteckt in sinnvolle Projekte. Aber jetzt verspricht man natürlich, weil man Stimmenkauf machen kann, Grundsicherung für jeden, ich kann das machen, deine Kinder können das und das machen, du brauchst nichts dazu leisten, Pension kriegst du sowieso immer. Und das sind verkonsumierte Schulden, die wir jetzt haben. Und nach Griechenland überweisen wir sowieso alle paar Wochen ein Geld. Und das ist eine Zweckentfremdung von Steuermitteln, meine Damen und Herren. Der können wir nicht mehr zustimmen, weil die ist auch verfassungsrechtlich nicht in Ordnung. Alles nur wegen diesem Scheißgeldsystem. Ich reg mich heute, das ist mein 300. Vortrag, aber ich reg mich heute noch drüber auf. Ja. Wir kommen zum Euro. Wenn Gesellschaften sich vereinigen, das haben wir mit Historikern durchexerziert, kommt es, der erste Schritt einer Vereinigungswunsch ist, ich bin ein Steirer, unten sind die Italiener, die haben Olivenöl, wir haben keine Bananen, aber wir haben Lamm, Fleisch. Kernöl. Olivenöl, Kernöl ist auch schön. Ja? Wir tauschen das untereinander. Natürlich wollen wir haben, dass das gesicherte Pfade sind und dass da keiner überfällt und dass wir rechtlich irgendwo den Tauschhandel organisieren. Das ist der zweite Schritt. Es kommt zu militärischen Bündnissen und einem regeren Außenhandel. Ich muss leider schnell tun, weil die Zeit rennt noch davon. Der dritte Schritt ist Kultur, Nahrung und Sprache. Ich kaufe mir die Nudeln, der kauft das Lammfleisch, der heiratet meine Schwester, ich gehe mit den Italienern Fußball spielen. Das dauert aber alles in allem 200-300 Jahre historisch immer. Meistens wurde es aber auch durch einen Krieg abgekürzt, muss man sagen. Die EU hatte diese Vision ja auch und das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber die EU hat eines nicht verstanden oder beziehungsweise schon verstanden, sie wollten immer Verfassung machen und ein Finne und einer aus Portugal und einer aus Kreta einigen sie einfach nicht auf eine Verfassung, weil das, und jetzt kommt man zum Naturrechtlichen, das ist was in mir drinnen ist. Ich weiß mit 8 Jahren, was gut ist und was schlecht ist. Und wenn in Italien der Diebstahl höher oder tiefer bestraft wird, sage ich, nein, bei uns ist das so und das gehört so. Ich möchte ein Beispiel nehmen. Wenn du einem 8-Jährigen sagst, ein Königssohn ging in den Wald und fand eine Kiste Gold und er war reich und glücklich für immer. Glauben wir, oder? Wenn man jetzt sagt, ein EU-Kommissionspräsident ging in den Wald und er fand eine Kiste Euro und ein paar Sonderziehungsrechte und er war reich und glücklich. Das widerstrebt uns ja schon, oder? Und genau in dieser Welt leben wir im Moment. Die wollen uns das Märchen vom EU-Kommissionspräsidenten aufbinden und wir werden mit Sonderziehungsrechten und sonst monetären Schwachsinn glücklich. Kann nicht gehen. Deshalb musste man aus dem Euro was anders machen. Es hat natürlich mit der Wiedervereinigung zu tun. Die Franzosen, die Engländer haben nicht so recht wollen. Man hat sich gesagt, dann schwächen wir einfach die Deutschen über den Umweg, dass wir sagen, der Euro kommt als Rechtsersatz, weil wir haben keine Verfassungen. Aber wenn alle die gleiche Währung verwenden, dann werden sie sich auch annähern. Also hat man einige Rechnungen nicht gemacht, weil dass diese Länder unterschiedliche Entwicklungsstadien hatten, unterschiedlich konjunkturell unterwegs waren, unterschiedliche Kulturen hatten, sogar die Franzosen und die Deutschen divergieren. Die Franzosen sind eher eine Agrarindustrie und die Deutschen sind Hightech. Nicht einmal die zwei passerten in einen optimalen Währungsraum. Es gab nur einen bisher in Europa und das war Österreich-Deutschland. Mentalitätsähnlichkeiten, hoher Austausch von Arbeitskräften und hoher Austausch von Waren. Und deshalb konnten wir unter der D-Mark, einige, die Älteren hier können sich erinnern, haben wir eine starke Währung führen können. Aber das an Griechen kannst du nicht in die Dings reinbringen. Stellen Sie sich alle vor, meine Damen und Herren, schauen wir uns ein bisschen um, die Männer da erinnern, und alle kriegen den gleichen Herrenanzug. Jeder ist mit seiner Kleidung sehr fesch, aber der große Herr da vorne, mein Anzug, wird zu klein, oben zweit wahrscheinlich leider, aber er wird zu kurz. Ich mit dem Anzug dieses Herrn
passe da nicht rein, das funktioniert einfach nicht. Das ist was Natürliches, eine Währung, und da hat man, um eine politische Vision zu begründen, eben diesen rechtspositivistischen Akt gelegt und ein Währungsgesetz erlassen. Im Gegensatz zum Gold, was einer findet, was in uns drin ist, wo wir wissen, dass es einen Wert hat. Das Naturrecht. Das Naturrecht gibt es schon ewig. Das sind die in uns angelegten Dinge. Das war in der Antike als ethisch wünschenswert, dass man gesagt hat, nur das, was wir fühlen, soll Recht sein. Der Thomas von Aquin hat das tituliert als Einhaltung der Vernunftordnung. Denken Sie jetzt an die Brüsseler Glühbirnenverordnungen. Ist das Naturrecht oder ist das Rechtspositivismus? Brauche ich Sie nicht fragen, Sie lachen alle da herinnen. Ja? In der Aufklärung hat man dann noch einen naturrechtlichen Ansatz ohne Gottesbezug genommen, weil vorher war ein bisschen für Religion dabei. In der französischen Menschenrechtserklärung ist rein naturrechtlich und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, nicht aber die amerikanische Verfassung. Das ist schon ein rechtspositivistischer Akt. Ich versuche Ihnen dann zu erklären, warum. Naturrecht, noch einmal Definition, sind diejenigen Rechtsgrundsätze, die in der Natur der Sache und in der Natur des Menschen angelegt sind. Ich lese nur den ersten vor aus Zeitgründen, aber dann wird man wissen, um was es geht. Ein sechsjähriger Bub weiß, ich darf einer Fliege keine Flügel ausreißen. Da brauche ich keine EU-Verordnung dafür. Ja? Nächstes. Demgegenüber ist der Rechtspositivismus, das ist, worauf die EU begründet ist. Auf reinen Gesetzen der Machthalter. Ein Rechtspositivist ist, der Staat macht die Gesetze, er macht aber nicht unbedingt irgendwas besser als die Gemeinschaft. Gesetze geschehen aus der Position heraus, die stärker sind als die Position des Individuums, das sehen wir auch jeden Tag. Ich möchte in meinem normalen Glühbirnen verwenden, darf ich nicht. Gesetze müssen nicht richtig und nicht logisch sein, sie haben dem Machthaber zu dienen. Glühbirnenverordnung, Gasthaus, Anti-Rauch-Verordnung und. Am Beginn eines Gesetzes steht immer ein Einzelner oder ein Anlassfall oder eine Idee. Da fahren zwei zusammen bei der Kreuzung, ja, müssen wir, ist ja immer eine gute Idee. Nur der Machthaber, der Gesetz ist gesetztes Recht. Es ist nicht angelegtes Recht, sondern gesetztes Recht. Der Machthaber macht immer daraus ein Gesetz, wo er profitiert. Wo er seine Position stärkt, seine Macht stärkt, psychologisch, aber auch der Jure, und natürlich ein bisschen was kassiert. Am Beginn eines Gesetzes, also haben wir schon, und das Individuum muss nun so vorgehen, dass es trotz der Gesetze seine Ziele verwirklichen kann. Und reden Sie mal mit ein paar Selbstständigen in den letzten 5 Jahren. Wir verzweifeln ja alle, oder? Ich bin von der Schweiz wegen einem Frank, mittlerweile bin ich besser auf dem Frank, zurückgegangen nach Österreich. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin ein Steuerberaterkind, ich kannte mich ein bisschen aus in Österreich, aber das ist ein Wahnsinn. Ja, man kann es nicht mehr in Worte fassen, was da vor unseren Augen abgeht. Und wir kollektiven Bürger wählen in der Mehrheit immer diese Menschen, die das dort orchestrieren. Karl Zuckmeier hat schon lange vor der EU gesagt, erst kommt der Mensch, dann die Menschenordnung. Haben Sie das Gefühl, dass der Mensch in Brüssel irgendwo eine Rolle spielt? Oder eher die Menschenordnung? Ja? Das muss man zerstören, das muss man durch Widerstand zerstören. Nicht mehr wählen gehen, einfach gar nicht mehr hingehen, weil wenn nur mehr 15% in die Wahlurne gehen, dann ist auch vorbei. Und jetzt sage ich, was als Steuerberaterkind, wo mein Vater anfänglich sehr böse war, aber jetzt verstehe ich das auch, die Selbstständigen unter uns sollten die Steuern einfach nicht mehr zahlen. Einen Sumpf kann ich nur trockenlegen, indem ich einem kein Wasser mehr gebe. Und das rechtspositivistischen Instrumentarien, die wir da haben, das sind erstens einmal die Zentralbanken, dann die Weltbank, dann die grauhaarige Schicksen, anders kann man es nicht bezeichnen, vom IWF. Ja? Die EU, EZB und ESM. Niemanden von denen haben wir gewählt. Keinen einzigen von den Entscheidungsträgern. Können Sie sich noch an die Bundesbank erinnern? Das war die einzige häufigste Zentralbank, die vorne agiert hat, diskret und eine gute Währungspolitik geführt hat. Haben Sie einmal gewusst, wie da der Chef heißt? Oder wie der Chef der Österreichischen Nationalbank hieß in die 70er Jahre? Weiß niemand. Nur wenige. Aber von dort, wer der Draghi ist, wer der Ben Bernanke ist, wer der Greenspan ist, wer die Janet Yellen ist, das wissen wir alles. Ja, die haben sich, ohne dass wir sie gewählt haben, über uns drüber gestülpt, meine Damen und Herren. Und wir hucken da, trinken ein Bier und finden die Welt noch lässig.
Wir müssen jetzt aufstehen und das ändern. Allein kann man es nicht. Lesen Sie hartgeld.com. Weiter bitte. Ja, ein Politbüro, da sind wir jetzt im rechtspositivistischen Superwahnsinn, erfindet eine Reißbrettwährung. Die Einführung der Währung ist top-down. Eine Währung, noch einmal zurück. Mehrere Menschen entscheiden sich, ja, gib mir du einen Sessel, lieber Tischler, ich gebe dir 6 Fische, ja, das passt dann auch mit der Zeit nicht, weil der hat dann 100 Fische daheim. Ja, dann der Nachbar baut wieder was und dann findet man eine Muschel, die wir alle toll finden. Wir einigen uns in der Interaktion. Sogar der US-Dollar, der wirklich eine ganz schäbige Währung ist, hat anfänglich seine Funktion erfüllt und es hat über 80 Jahre gebraucht, bis die in Amerika sich auf den US-Dollar geeinigt haben. Und den Euro haben wir so gekriegt, top-down heißt von oben herab. Keiner. Ich war eh zu jung, ich habe für die Republik noch nichts geleistet und mein Vater und alle diese Berufskollegen, die haben das nicht verstanden, ich darf das auch sagen, also erstmal nicht best, die haben das nicht verstanden, dass man unsere Währung wegnimmt und dafür was völlig Sinnloses bekommt. Ja? Die haben das so geschickt gemacht, dass wir nichts dabei gefunden haben, dass wir da nicht abstimmen drüber, über diese Währung. Die Deutschen, die Österreicher. Ja? Da muss man sich mal vor, jetzt haben wir das und wir werden alle darunter ordentlich zu leiden haben in den nächsten. Über den halben Kontinent, erstmaliges Menschheitsgeschichte, unterschiedliche Entwicklungsstadien, Kulturen und Wirtschaftssysteme. Die wirtschaftlichen Akteure wurden bei dieser Währungsgenerierung nicht gefragt. Und der wirtschaftliche Akteur ist einer, der Bier trinkt, der es verkauft, der es produziert und die Kölnerin. 4 Stunden nicht mehr? Gottes Willen, ich bin noch nicht einmal bei 20% durch. Okay, dann gehen wir weiter. Fragen Sie sich cui bono, wem nutzt das? Das habe ich ja schon anfänglich gesagt, immer wieder. Fragen Sie sich, wem dieses blöde Stück Papier nutzt. Ich möchte noch was dazu sagen. Ist es allen von Ihnen nicht aufgefallen, dass am Schilling, auf der D-Mark, am französischen Franc immer real existierend habende Personen drauf sind und Bauwerke, die es gibt? Am Euro ist das nicht. Weil sie genau wissen, das ist eine Einbildung und das traut man sich. Man traut sich, die historischen Personen nicht berühren. Ja, und kein Bauwerk, das es wirklich jemals gegeben hat, ist am Euroscheinen. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Da gehen wir jetzt weiter, weil damit ich glaube, wir gehen jetzt, ja, machen wir weiter bitte. Ja, da. Einer meiner Lieblingsdenker, Frédéric Bastiat, bitte nehmen Sie das mit, haben den Spruch. Er ist eh nicht von mir, er ist von ihm. Wenn Gesetz und Moral sich widersprechen, bleiben dem Bürger nur die schmerzlichen Alternativen, entweder sein Moralbewusstsein oder den Respekt vor dem Gesetz zu verlieren. Das heißt, und die Damen hören wieder weg, wir scheißen auf alle diese Gesetze, die es da jetzt gibt. Wir müssen aufhören mit dem Scheiß. Das ist absoluter Schwachsinn. Weiter, das geht sich alles nicht mehr aus, noch weiter. So, Gold, als Währung, ich habe nur 12 Minuten ungefähr, als Währungsersatz. Warum? Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Formel, die wir hier haben. Das ist nicht, weil es so viel gibt, nicht, weil es so wenig gibt, nicht, weil es so gelb ist, nicht, weil man es zum Mond ziehen kann, ein Kilo und wieder zurück, ein Kabel, nicht, weil man die ganze Steiermark damit auskleiden kann und Salzburg auch. Ohne sehen, es hat ganz andere Eigenschaften. Das Gold hat nämlich ein Stock-to-Flow-Verhältnis. Als einziges Gut auf dieser Welt, das optimal ist. Das heißt, Gold ist immer wertvoll für uns alle gewesen und seit jeher wussten die Menschen in den jeweiligen Gesellschaftsräumen, wie viel Gold da ist. Die Azteken haben es gewusst, die Römer haben es gewusst, wie dann vernetzt wurde, die Welt hat man auch gewusst. Die haben so viel, die haben so viel, die haben so viel. Und man wusste, wie viel produziert wird. Und Gold ist relativ gleich verteilt auf dem Globus, nur nicht an den Polkappen, ungefähr kann man sagen. Und dadurch kann man es überall auf der Welt produzieren. Und wir, im Moment haben wir 170.000 Tonnen Gold. Es verschwindet nur 1% des jemals geförderten Menge. Und wir haben eine ungefähre Produktion von 2.500 Tonnen pro Jahr. Das schwankt um 100 Tonnen im Jahr. Das heißt, das, was dazukommt, das ist ein bisschen kompliziert, aber bitte aufpassen, das zahlt sich aus. Das, was dazukommt jedes Jahr, ist ungefähr 1/70. Und in 100 Jahren haben wir mehr Tonnen
und ist ein 70stel mehr, aber der technische Fortschritt wird es uns wieder gelingen, dass wir wieder genau 70stel machen. Das Stock-to-Flow-Verhältnis ist ein 70stel. Manche sagen, das ist nicht zufällig ungefähr als Menschenalter, das man erreichen kann, dort wo Gold produziert wird. Und sollte jetzt einmal irgendjemand eine Goldmine finden, die die Weltproduktion verdoppelt, man kann das ausschließen, meine Damen und Herren, weil wir wissen ziemlich genau, wie das funktioniert. Es ist so wichtig, Goldproduktion, dass man sogar weiß, wenn jemand ein Förderband in einer Goldmine repariert, muss er das vorher ankündigen, damit man nicht auf den Kopf fallen und sagen, jetzt gibt es eine Shortage. Ja? Also sollte die Weltproduktion aufgrund konjunktureller Dellen oder eines Weltkrieges ausfallen, was passiert? Der Preis kann nicht in die Höhe schnellen beliebig, weil er nur ein 70stel ausfällt. Sollte es verdoppelt werden, die Produktion, der Preis kann nicht in die Tiefe gehen, weil er nur auf einmal ein 70stel mehr da ist. In nicht manipulierten Märkten, wenn sie die Notenbanken nicht manipulieren, natürlich. Das heißt, deshalb hat man das Gold seit jeher als Messlatte zur Bewertung anderer Dinge genommen. Seit 5900 Jahren. Ich kann mit dem Gold aufgrund seines Stock-to-Flow-Verhältnisses in der Gesellschaft, im Land, auf dem Globus, ist wurscht, wie ich das runterbricht, kann ich genau sagen, das ist immer stabil und wert und damit bewisse andere Dinge. Wenn ich jetzt mit einem Gummiband den Raum ausmesse und ich nehme zwar 30 Kilo Männer und die ziehen am Gummiband an und messen die Meter ab oder nehme zwar echte Lackeln, die anziehen, ich habe immer einen verschiedenen Wertmaßstab. Ich habe verschiedene Quadratur des Raumes und genau so ist die moderne Geldpolitik. Wir produzieren Geld en masse, dadurch können wir diese Werte oder den Raum nicht mehr abmessen. Stock-to-Flow-Verhältnis, merken Sie sich das bitte. Die meisten von Ihnen werden den nächsten Goldstandard erleben. Wie gesagt, wir haben 6000 Jahre Währungsgeschichte hinter uns und jedes gemanagte Geld in der Geschichte ist gescheitert, außer der D-Mark und die Währungen, die damals vor 15 Jahren der Schilling, aber die hatten nicht lang genug gereift. Sogar denen wäre es wahrscheinlich passiert, wobei denen noch die meisten Chancen gibt, weil die Bundesbank relativ gut geführt wurde. Deshalb hat es auch den Kaufkrafterhalt, meine Damen und Herren. Ich habe die Buchhaltungsaufzeichnungen von vor 3500 Jahren, zu Zeiten Nebukadnezar, die erste Preistabelle in der Menschheitsgeschichte, die wir heute gefunden haben. Ein Laib Brot, oder umgekehrt, eine Unze Gold kauft mir 300 Laib Brot. Die Damen können sich das umrechnen, wir haben ungefähr einen Preis von 1.100, 1.200, also 1.000 Euro, in Euro gemessen. Rechnen Sie es aus mit dem Brot, wir kommen ungefähr hin. Das geht über 3.500 Jahre. Und ich kann es Ihnen sagen, ich war bei der OPEC-Analyst, ein Barrel Öl ist immer ungefähr um die 16. Eine Unze Gold kauft 16 Barrel Öl. Nur seit einem Jahr zerwirft sie das sehr stark. Mittlerweile kann ich 22 kaufen. Das Gold in Öl gemessen ist schon sehr stark gestiegen. Und Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass das auch in Ihrer Währung demnächst passieren wird. Ein Colt seit 150 Jahren, der schlichteste Lady Colt, der Marke Colt, kostet eine Unze. Und die Senatorentoga, die berühmte, der Anzug, mit dem man sich in den Senat begeben hat, Herrenanzug kostet eine Unze. Heutzutage kriege ich abends um einen Tausender, kriege ich schon ein bisschen ein Sakko und eine Hose. Diese essentiellen Dinge bleiben einfach gleich. Der Euro, den wird es 2025 in der Form, der vielleicht hasst er noch so, aber der wird es nicht so geben, meine Damen und Herren. Das lassen wir aus, das ist die Geschichte, warum die Zuhälter Gold immer umgehängt haben, weil Gold kann ich überall auf der Welt zur gleichen Minute immer zum selben Preis verkaufen. Das heißt, es ist the most marketable good on planet. Deshalb, die haben sie nie Platin oder irgendwas umgehängt, sondern mit dem kriege ich immer am fairsten. Was habe ich ein halbes Kilo Gold um den Hals, kann ich schon immer rechnen damit, 17.000 Euro heutzutage. Ja? Aber ob ich jetzt nach Argentinien gehe oder nach Japan, ich kriege immer das Gleiche. Deshalb war das, als wir noch Zuhälter hatten in Österreich, österreichische, war das so. Ja? Das gehen wir weg, bitte. Ja. Kurz noch, wir sind es dann eh gleich. Zwei Formen der Kapitalzerstörung gibt es. In der Menschheitsgeschichte, die erste ist im Friedensfall, das ist immer Inflation, Deflation und Crash, wird gesteuert durch Nationalbanken. Die zweite Form ist Krieg. Was im Frieden, Zerstörung, was wird zerstört im Frieden?
Papierwerte, Aktien, Anleihen, das wird zerstört. Im Kriegsfall Werke, Anlagen, Produkte und Ausrüstungen. Wenn ich Gold richtig lagere, wird es nicht zerstört, weder im Kriegsfall noch im Friedensfall bei der Kapitalzerstörung. Merken Sie sich das einfach, nehmen Sie das mit nach Hause. Nächste Folie bitte. Jetzt kommt. Haben Sie Auto? Gold als ultimativer Schuldenlöser. Das ist auch noch. Und dann höre ich eh wirklich bald auf. Ich kaufe Ihnen heute Auto, weil ich habe keins und das gefällt mir so gut. Und was kostet es? Ungefähr 5.000. 5.000. Ich habe aber erst das Geld morgen. Das heißt, heute, ich nehme das Auto aber mit, es entsteht ein Schuldverhältnis. Weil ich aber anständig bin, komme ich morgen mit 10 500-Euro-Scheinen. Ist die Schuld gelöscht? Nein, wenn ich schon so frage. Nein. Ja. Die Schuld zwischen uns beiden ist gelöscht. Aber was haben wir zwar gemacht? Geldmenge weiter drin ist eine Umschreibung. Es ist so, ich habe Ihnen einen Euro-Schein gegeben und habe die Schuld auf die EZB übertragen. Das denken Sie mal nach. Und es gibt nichts auf dem Globus im Moment, was Schuld löschen kann. Gold und Silber wird es tun. Und den ultimativen Schuldlöscher in der Tasche haben, wenn alle schreien und jammern und dann Schulden zu tilgen und sich Dinge zu kaufen, Produktionsmittel für die nächste Gesellschaft, wir haben eine Verantwortung, die was wissen. Wäre nicht so schlecht. Legen Sie sich das eine oder andere unter zu, Sie werden es mir echt danken. Es gibt nur einen Schuldenlöscher seit 1971, das ist Gold und Silber. Weiter? Noch einmal? Ja, ja, genau. Und bei Stromausfall, was mache ich dann mit den Bitcoins? Noch einmal weiter, bitte. Ja. Und das ist jetzt, warum ich auch da stehe, warum ich mir so sicher sein kann, dass es in meiner Lebenszeit, sollte ich eine durchschnittliche Erwartung haben, zum Goldstandard kommen wird. Gold und Demokratie. Gold zwingt zur budgetären Staatsfinanzierung. Das ist immer der erste Vorteil. Das Verhältnis, das habe ich schon gesagt, der Steuerausgaben zur persönlichen Steuerlast wird sichtbar. Die Tricks fallen weg und das Wahlverhalten spricht für jene, die niedrigsten Ausgaben versprechen. Das heißt, wenn wir morgen, was nicht so funktioniert, einen Goldstandard hätten, die nächsten Wahlen würden ganz anders ausschauen. Da gibt es keinen Faymann mehr. Ja? Da gibt es keinen Merkel. Da gibt es nicht deren Namen, die ich nicht einmal kenne in Brüssel, die charismatischen Typen da, die nicht einmal eine Klassensprecherwahl gewonnen hätten in einem Leben. Schauen Sie sich die alle an, diese Menschen. Nein, schauen Sie sich diese Menschen wirklich an. Und ich wäre dafür, ich bin eher aus einem obersteirischen Bergdorf, Demokratie ist down, wenn einer, der darf nur zur Wahl antreten, wenn er schon mal Klassensprecher war, weil dann hat er sich schon als Kind irgendwo stark gemacht für andere. Ich war nie einer, also ich kann mir den nicht in Frage, das muss ich nur dazu sagen. Aber diese Menschen in einem echten Geldsystem, wir hätten nicht diese Politiker, wir hätten nicht diese Verschuldung und es wären die meisten unserer Probleme gelöst. Das wird auch so kommen, das ist das Positive, was ich Ihnen sagen kann. Wir kriegen nur ein paar rupperte Zeiten dazwischen. Ja. Das ist halt so. Weiter bitte. In einem Goldstandard und Regierung, Goldstandard versus Regierung, da haben die Menschen das Geld, die bohren das der Regierung zu einem ordnungsgemäßen Zinssatz, der muss nicht manipuliert werden, weil ich gebe niemandem mein Geld her für 0,003%, schon gar nicht den Faymann. Ja, sicher nicht, ja, oder den Rollifahrer, nein. Die Staatsausgaben sind begrenzt durch die Höhe der Steuereinnahmen. Das haben wir schon. Je weniger Regierungen zur Verfügung haben, desto weniger Unsinn passiert. Das ist wirklich so ein lapidarer Satz, aber das stimmt einfach. Ja? Weil Geld und Geldkraft gehört in die Hände des Individuums. Weil der macht höchstwahrscheinlich was Sinnloses oder geht pleite. Aber Regierungen gehen immer weiter. Die müssten, wenn die österreichische Bundesregierung ein Tischler war, müssten sie seit 1945 jedes Jahr in Konkurs gehen. Das schafft nur das Geldsystem, dass sie es nicht tun. Ja? Nächste, bitte. Zentralbanken und Gold. Seit 2010 kaufen Zentralbanken Gold. Warum tun sie das? Wenn eine Zentralbank ihr Produkt, die Währung, hergibt, um sich Gold zu kaufen, uns aber mit Gesetz zwingt, dass wir die Währung verwenden, stinkt es. Das ist ungefähr so, wie wenn der Herr Zetsche, der Chef von Mercedes, auf einer Pressekonferenz sagt,
kauft sich alle einen Daimler, das ist eine klasse Sache. Hinten rausgeht und dann BMW fährt und seine Frau und seine Tochter auch. Das ist, wenn Zentralbanken Gold kaufen. Und wenn die das machen, müssen sie es auch tun, weil sie eben den Gold in ultimativen Schuldenlöscher haben. Nächstes bitte. Na, können wir weitergehen, das ist schon jetzt noch eins, noch eins, noch eins. Das wollte ich euch alles erzählen. Eins noch, so. Das ist meine Abschlussfolie, ich glaube, ich habe ein paar Minuten überzogen, ihr verzeiht es mir. Je mehr Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es wirklich Zeit, nicht mehr korrupter Bürger zu spielen, sondern Zivilcourage haben, den Sumpf trockenlegen, nicht zur Wahl gehen und denen diesen hier zeigen. Schönen Abend noch, danke vielmals. So, Thomas Bachheimer, meine Damen und Herren, notieren Sie sich auf die grünen Kärtchen vielleicht Fragen, wenn Fragen aufgetaucht sind, dass wir vielleicht am Schluss noch eine Fragerunde machen. Notieren Sie sich www.hartgeld.com als Webadresse, da findet man mehr darüber. Und ich finde es sehr schön, es war sehr spannend, eine enorm kurzweilige Stunde und es wurde nicht überzogen, ganz im Gegenteil, es war ein ziemlich perfektes Timing und wenn wir das halt so weiterführen, kriegen wir einen gut getimten Abend. Der Thomas Bachheimer hat mir auch angeboten, ab morgen 14 Uhr eine Veranstaltung online zu stellen, zu der ich euch ganz herzlich einladen möchte. Das ist ein Baby, das ist auf meiner Intuition gewachsen. Es gibt in Scherding, das ist in Oberösterreich, ist eine Autostunde weg von da, also in meiner Wahlheimat seit 6 Jahren, am Donnerstag einen Be-Free-Day, den ersten Be-Free-Day Oberösterreichs oder Österreichs. Und es geht wirklich hier um Freiheit. Freiheit von Zinssystemen, Freiheit als Freeman. Es wird der Joe Greisel da sein. Ich freue mich sehr, dass der Franz Josef Neffe vorhin gerade reingekommen ist. Der wird auch sprechen. Vielleicht finden wir heute sogar noch so 10 Minuten Zeitfenster. Wäre sehr, sehr schön, wenn er schon als Überraschungsgast kommt, dass er auch im Tenor der Bildung zu Wort kommt. Der war ja schon mal Gastsprecher hier, ich glaube zur 6. oder 7. Montagsinfo. Dann haben wir noch einen Ehrengast oder einen, nämlich Matthias Jürgens ist da. Der ist vorhin gerade mit reingekommen, das ist der Herr Terrania. Wer da schon mal was davon gehört hat, also es gibt Terrania, das sind Menschen, Erdlinge und hat im Prinzip eine eigene Staatsform gegründet, auch der wird uns vielleicht noch zur Verfügung stehen oder er ist ein brillanter Barde. Vielleicht spielt er zum Schluss noch ein Liedl für uns, weil er hat ja seine Bauchzither mitgebracht, habe ich gesehen. Ansonsten könnt ihr meine haben. Ja, gut. Nochmal, bevor wir jetzt dann in die Pause gehen, ein paar Worte zu dem Ganzen hier, was wir machen. Denkt bitte auch daran, dass Sie uns weiterempfehlen, dass Sie uns weiterempfehlen, dass Sie uns besuchen auf der www.montagsinfo.com-Seite. Das ist also ein Wort, Montagsinfo. Wir haben das ganz bewusst so gewählt, dass es nicht eine Mahnwache oder eine Demonstration schon wieder ist. Wir wollen nicht wachen und nicht mahnen. Wir wollen, wenn, dann was wach machen, eine Wach-Mach-Lach-Veranstaltung. Das ist unser Anliegen. Und natürlich, dass das 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde oder vielleicht sogar 5 Stunden nach der Veranstaltung auf Ihrem Hirnrindel immer noch bitzelt. Weil dann haben wir was bewirkt und wenn es weiter bitzelt und Sie vielleicht sogar Lust verspüren, ja eigentlich möchte ich ja eher schon lange was da. Und es sind ja Gott sei Dank sehr viele Spät-Teenager unter uns, ja, die schon etwas Silber glänzen. Ja, also auch ein Gold, wenn sie kein Gold haben, Silberstandard haben wir alle auf dem Kopf drum, die meisten zumindest. Sich einfach einzubringen, dann gehen Sie bitte in der Pause an den Infotisch, schauen Sie sich um, was da so da ist, wo man sich einbringen kann. Wer von Ihnen ist denn schon irgendwie so ein bisschen in einem Aktionsbündnis drin oder hat so einen kleinen Stammtisch oder wurde durch die Montagsinfo schon inspiriert, sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen, die er vorher nicht kannte? Mal Hand hoch. Gibt es da schon ein paar Aktivisten? Also Aktivisten, keine Terroristen. Wobei Terroristen gar nicht so schlecht sind, weil die haben wenigstens Sympathisanten. Lehrer meistens nicht, gell? Habe ich früher gesagt, was der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Terroristen. Zweitere haben Sympathisanten. Ja, also bringt euch ein,
investiert Zeit, es muss nicht immer Geld sein, es kann Zeit sein, es kann Interesse sein, es können Fähigkeiten sein. Wenn man einfach, wenn jeder das, was er hat, mit anderen an einen Tisch bringt, dann haben wir ein klassisches Ubuntu-Verhältnis, wo Potenziale zusammenkommen und ohne jetzt sie wertmäßig abzugleichen, miteinander neuen Nutzen spenden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die ich auch im Namen aller Veranstalter und Träger hier nochmal ein bisschen protegieren möchte bei der Gelegenheit. Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt gesagt, wir machen um 8 Uhr respektive 8.15 Uhr eine Pause. Ich denke, dass das, was der Thomas Bachheimer uns jetzt in geballter und doch sehr verständlicher und impulsiver Form nahegebracht hat, vielleicht ein bisschen Parkzeit braucht am Hirn. Und wenn es für Sie in Ordnung ist, dann machen wir jetzt eine Pause von einer Viertelstunde. Ich spiele euch dann mit einem Liedl wieder zusammen. Ich werde versuchen, so schön zu singen, dass Sie reinlaufen und nicht weg. Und ich freue mich, wenn wir uns zwischen so um 7:45 hier wieder einfinden und wünsche euch jetzt viel Spaß am Infotisch und und an die, also die Box sagt Danke, ich sage auch nochmal Danke im Namen der Box und die Anke sagt auch Danke und schön, wenn sie uns ein bisschen unterstützt bei der ganzen Geschichte, was heißt uns, es geht in einen Topf, wo man dann zum Beispiel einmal kaputte Festplatten kauft, damit das Ganze schneller technisch umgesetzt werden kann als bisher. Dankeschön und eine schöne Pause dabei.